Ja, hallo Leute, hier ist wieder euer Verzetteler. Willkommen zu einem neuen, zumindest Let's Try, nämlich zu Trüberbrook. Trüberbrook, wie auch immer. Jo. Okay, Audio hätte ich gern Deutsch. Ach so. Machen das mal so. Also spielen. Pre-Title. Los geht's. Bin sehr gespannt. Der Tank ist leer und dein Motor wird mir langsam zu heiß. Ich kümmere mich drum. Geht gleich weiter. Wo sind wir hier bloß gelandet? Schauen wir mal, was da steht. Hansen-Eiscreme. Die habe ich als Kind immer gern gegessen. Mein Vater hat immer gesagt, das Schaufenster ist die dritte Haut des Inhabers. Als ob es hier jemals regnen würde. Ein versteckter Ersatzschlüssel. Das war ja einfach, als wenn er gefunden werden wollte. Erstmal was naschen, oder? Man scheint Wert auf das Einhalten der Kühlkette zu legen. Keine Chance. Zugefroren. Ach so. Abgesehen von all dem Sand und Schutt, der ewigen Dunkelheit, den Massen an Stechmücken und dem fürchterlichen Gestank nach Benzin, könnte es hier eigentlich ganz gemütlich sein. Jemand hat seinen Werkzeugkasten vergessen. Geplündert. Bis auf eine rostige Zange. Hallo? Ist jemand da? Ich brauche wirklich dringend Benzin. Essen auf Rädern, Ihre Bestellung. Steuerfahndung, aufmachen. Bitte lassen Sie mich rein, ich bin auch ganz sicher kein Vampir. Abgeschlossen. Natürlich. Passt. Das war irgendwie zu einfach. Ja, dann rein da. Finster hier. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Was haben wir denn hier? Irgendwas stimmt nicht mit diesem Bild. Ein versteckter Schalter. Das muss der Hauptschalter sein. Wir sind hier so weit draußen. Würde mich wundern, wenn diese Karten jemals irgendwo ankommen. Diese hier zeigt die nähere Umgebung. Ich nehme sie mal mit. Bisschen ab vom Schuss. Was würde ich jetzt geben, um dort zu sein? Ein Foto von einem Büffel. Die Landschaft auf dem Bild erinnert mich irgendwie an zu Hause. Ich kenne das Bild.
Daytona Beach Race 58. Was für ein Ereignis. Ziemlich angestaubt. Ich habe nur noch ein paar Mark übrig. Die kann ich hier draußen eh nicht gebrauchen. Kaffee. Also wenn ich was überhaupt nicht mag, dann sind das Kirschkuchen und Kaffee. Okay. Das ist ja aber soweit die einzige, oder? Schon wieder dieser gruselige Song. Es könnte zwar Ärger geben wegen GEMA, aber naja, ich plapper da einfach mal so drüber. Ist ja nix. Da, 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 da. Keine Ahnung. XXL. Ohne nachfüllen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Na, 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 na. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Was ist das da? 20% Brötchen, 5% Aufschnitt und 75% Folie. Mhm. Nein, danke. Mein Gott, was ist das für eine... Kirschkuchen. Also wenn ich was über... Ja, ja. Ah, da, 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 da. Also da ist nichts für uns. Oh, ich kann es nicht verhindern. Die Reifen sind zum Glück noch ganz in Ordnung. Die Musik ist hier immer noch zu hören. Jetzt funktionieren sie wieder. Schön ausdrücken. Du bist ja halb verdurstet. Da, 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 da. Aber wir wollen doch brav bezahlen dafür. Da, 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 da. Okay, wir können ja nirgends bezahlen, dann fahren wir doch mal wieder los. Wir sind wieder vollgetankt. Aber der Motor ist immer noch viel zu heiß. Nicht bevor ich nicht auch noch den Motor gekühlt habe. Keine Chance. Zugefroren. Ich habe nur noch ein paar Mark übrig. Die kann ich hier draußen eh nicht gebrauchen. Stromkabel. Okay, das Eis taut auf, ich verstehe. Eiskalt. Genau, was ich brauche. Hier, deine wohlverdiente Abkühlung. Mit der Zange komme ich hier auch nicht weiter. So, das hätten wir. Los geht's. Nun komm schon. Spring an. Schon wieder die Ölpumpe. Sieht so aus, als würden wir hier noch eine ganze Weile feststecken. Mmh. Ah, das ist ja toll. Ja, und damit willkommen.
Head Up Presents. A video game by BTF. Trüberbrook. Na gut. Den Rest, das könnt ihr euch ja selbst durchlesen. So. Nee. Sieht ja ganz schick aus da. Prolog. Der Lazarus-Zwischenfall. Deutschland 1967. Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Wann geht der nächste Bus zurück in die Stadt? Beverly, ich bin angekommen. Ausgespuckt in der düsteren Leere Europas. So gesehen könnte dieser Ausflug zum besten Urlaub aller Zeiten werden. Ich fühle mich schon richtig entspannt. Okay, wir klären da erstmal etwas. Sorry, ich will keinen Stress haben wegen GEMA oder sowas. Bis zur nächsten Stadt sind es zig Kilometer. Ah ja, hier bin ich. Die Bushaltestelle. Mein Tor zur Außenwelt. Aha. Sieht kalt aus. Da ist der Lack ab. This boat had no luck. Hades. Tretbootverleih, Souvenirs, Anglerbedarf. Geschlossen. Eine Wanderkarte der Region. Der obere Teil ist abgerissen. Mhm. Ich frage mich, was das ist. Gehen wir mal näher in den Ort rein, oder? Falls es da einen Ort gibt. Ah ja, da gibt es einen.
Nach kurzem Fußmarsch den Ort erreicht. Trüberbrook. Ein beschauliches Dörfchen. Wirkt etwas heruntergekommen. Ich muss zugeben, Beverly, ich habe mich jetzt schon in dieses Örtchen verliebt. Oh, da liegt ein Fuchs, sieht ihr das? Oh. Das ist ja eine komische Katze. Das ist eine Katze. Ganz ruhig. Okay. Das ist womöglich das Wahrzeichen des Ortes. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. In der Auslage ist eine Auswahl lokaler Wurstspezialitäten und Fleischkreationen ausgestellt. Wurstebrei, Stückkatze, Schlachtplatte, Potthucke, tote Oma. Das geheimnisvolle Dorf. Wer guckt sich sowas an? Aber Wurstebrei, ist das euer Ernst? Was soll das sein? Wirklich ein Brei, der aus Wurst besteht? Möbiuspalast. Ich habe das örtliche Kino gefunden. Möbiuspalast. Western und Noir scheinen hier die beliebtesten Genres zu sein. Fumi und die Zeitmaschine. Ich liebe solche Streifen. Aber aus quantenphysikalischer Sicht sind sie natürlich völliger Quatsch. Das geheimnisvolle Dorf. Wer guckt sich sowas an? Ach, das hatten wir ja schon. Abend. Hey. Was geht? Na, die kennen wir doch schon, oder etwa nicht? Keiner da, wa? Sieht nicht so aus. Ziemlich viele Angeln haben sie hier. Für Service bitte klingeln. PS. Draußen nur Kännchen. Es können nicht viele Zimmer vergeben sein. Alle Schlüssel sind noch da. Mal schauen, wer hier schon alles war. So. All diese schönen Menschen. Maggie Bückert. Miterfinderin des belebenden Getränks Texpresso. Achso. Fährt gern Fahrrad, ohne es zu können. Wohnt zusammen mit ihren zwei rasierten Fantasiekatzen Butch Cassidy und Sundance Kid. Aha. Muss sich um eine Art Ahnengalerie handeln. Sven Österle, aka Sven unterstrich Q45. Sherman Archibald. Erfinder der auf Noten basierenden Programmiersprache Sherman++, die weltweit nur von wenigen Experten beherrscht wird, weil sie wahrscheinlich nur von wenigen Experten gekannt wird. Alex Valero Danda. Eine Legende nach so dieser junge und draufgängerische Musiker, eine Kopie des Necronomicon an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main ins Spanisch übersetzt haben, um Lieder darüber zu schreiben. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Aha. Ich wittere eine Verschwörung. Lara und Jeff. Besitzerin des allseits beliebten Kaffeehauses Burg Trüberbrook. Kapitän des Kreisligisten SPVGG Vorwärts Trüberbrook 1887. Mietloff, nein, Quatsch. Tilo Walter Finger hat schon dreimal die Welt gerettet, doch niemand wird es hier erfahren. Christian Huntley
Zweitplatzierter beim zweiten jährlichen Brezelwettessen.